weil man so ist, machen wir jetzt mal Folgendes. Gehen wir mal ein bisschen gucken, was hier abgeht. So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie viele Stängel habe ich denn? Ach, wegen zwei Stängeln. Der geht mir auf den Sack. Also es kann nicht dein Ernst sein. Wegen zwei Stängeln Sumpfkraut macht der mir jetzt hier so ein... ich flipp hier noch aus gleich. Wo kriege ich jetzt noch zwei Stängel Sumpfkraut her? Ach komm, du kannst gar nicht dein Ernst sein, oder? Jetzt gehen wir erstmal hier. Jetzt öffnen wir erstmal alles, was wir öffnen können. Alle Gegenstände öffnen. 200 Erfahrungspunkte. Ja, irgendwo muss bei irgendwen kaufe ich die jetzt, ne? Den Fleisch haben wir noch gebraten. Ich gucke mal kurz, ob wir... Ich war ja jetzt schon ein paar Mal im Sumpf. Ole, sag mal, herzlich willkommen. Wir gucken jetzt mal, ob hier im Sumpf noch was rumsteht. Also doch, wenn ich rausgehe. Klar. Ach, guck mal, zu Kukalom geht's einfach nur... War doch klar, dass das Ärger gibt. Ne, einfach nur, aber falsch. Hier muss ich ja im Kreis laufen jetzt. Oh, solche Pisser, die... Der Kukalom ist überhaupt nicht cool, ne? So ein richtiger Vollidiot ist das. Haben wir hier noch irgendwo was rumstehen? Nee. Wenn ihr irgendwo noch einen Stängel stehen seht, sagt mir doch bitte Bescheid. Richtig, richtig undankbare, richtige Affen. Ey, richtig. Also ich sage euch ehrlich, hier schließe ich mich nicht an bei den Idioten. Hier will ich... Eigentlich habe ich das Ziel gehabt. Ich dachte mir, okay, wir spielen das jetzt hier und ich spiele mal beim Sumpflager. Aber Leute, ehrlich, die kriegen mich nicht... Die kriegen mich hier... Oh. Mann, ey. Ich dachte, ich bin... Ich bin weit genug weg. Bodenstörung. Wer kann mir denn jetzt was verkaufen? Ball, Tondra, kannst du mir was verkaufen? Ja, haben wir schon geklärt hier. Komm. Wir müssen also im neuen Lager, im alten Lager... Ach, in irgendeinem Lager müssen wir irgendwo Leute herholen. Siehst du hier irgendwo noch was? Da vorne vielleicht? Wir gehen da mal hin. Ey, zwei Stängel. Also was für ein Lackaffe. Dabei haben wir schon alles, was irgendwie mal irgendwo war. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Rechts, 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 links, links. Haben wir hier Ja, schwarze, weiße, Traumbuch. Wir haben auf jeden Fall... Okay, hier waren gute Joints drin, aber das bringt mir nichts. Gequatscht mit viel. Ist da drüben noch was? Genau, hoch. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Also zwei Händler und mit Tränken, okay. Wollte ich ja gerne gehen. Ja, ich habe noch nicht so richtig Templer. Du kannst ja hier sogar jetzt, wie wir gerade rausgefunden haben vorhin, kannst du ja hier sogar sechs Kreise der Magie lernen. Bei den Haien, ja, ach, das stimmt. Bei den Haien, das ist auf der anderen Seite drüben, ne? Hier wächst jedenfalls gerade nichts. Wenn wir irgendwo einen Händler finden, der mir was verkaufen würde. Hier vielleicht auch nochmal, hier nochmal hier in der Ecke vielleicht. Nee, ich dachte gerade, hier ist was, das schon hellgrün ist. Ah! Nee, Bogen wird hier gar nicht unterstützt, ne? Ich muss ins neue Lager gehen. So, es fehlt noch ein Sumpfkraut, okay. Jetzt gehen wir einfach mal hier. Da, 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 da! Da ist eins! Juhu! So, da haben wir. 100 Zumpfkraut. So, jetzt mich mal. Man muss eben auf. Müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen, ne? War das hier? Das war hier die falsche Treppe nach oben, ne? Wisst ihr, früher war das so? Konnte man irgendwo hochgehen und dann ist man oben einfach im Kreis gelaufen, bis man an der richtigen Stelle war. Nee, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Hier kannst du nicht mehr im Kreis laufen, aber ich glaube, ich bin hier richtig. Aber ist das hier die richtige Treppe schon? Doch, doch, oder? Das ist doch der Schlaue.
Ist das hier nicht richtig? Oh, nee, ist natürlich nicht richtig. Aber halt's für richtig, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Na ja, gut, also ich höre nicht mehr. Hey, du! Niemand hat mich gesehen! Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Niemand hat mich gesehen. Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Nice. Ja, man kann, glaube ich, Guru werden tatsächlich, ja. Ich meine, dass ich das vorhin zumindest gelesen habe. Nämlich, wenn man den sechsten Kreis der Magie lernt. Rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, links, links. Ich meine, ich habe vorhin gelesen, so wird der Baal zum Guru mit dem sechsten Kreis der Magie. Da unten ist doch... Ach, guck mal. Ist das nicht der Leibwächter von Kuran? Nee, kann aber nicht sein, oder? Ein Kurkalom. Ist der nicht immer am höchsten Punkt gewesen? Nee, ist er nicht. Ne? Boah, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist auch noch eine Kiste. Guck mal. Die sehen mich nicht. Nice. Links, rechts, links, rechts. Nice. Klauen hier einfach alles, was geht, ne? Was ist das denn für eine Statue hier? Naja, okay. Schnell rausrennen. So. Haben wir hier die Kiste schon geklaut eigentlich? Wollen wir gucken mal ganz kurz. Lass uns. Hey, du! Ja. Hey, du! Aber was ich hätte dir auch gerne die Fresse polieren. Ja, sorry, Bruder. Hier ist nichts mit Fresse polieren. Wir gehen mal... War doch klar, dass das ärgert. Wie komme ich wieder runter eigentlich hier? Wie kommt man denn wieder runter? Kommt man nur hoch. Das ist ja auch cool. Da kommt man nur hoch. Da kommt man nicht runter. Ach, hier ist die Treppe. Ey, Leute, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Ist das nervig oder was? Wo ist denn jetzt denn da? Wo geht's denn jetzt zum Kurkalom hin? In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Hier ist das eingefallene Haus. Hier ist auch eine Kiste. Schnell rein. Links, falsch, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts. So. Was ist denn das eigentlich alles? Armbrustteile. Beste. So kann ich nachher ohne Ende Pfeile bauen für meinen Bogenschützen. Wir haben ja schon das fast ganze Sumpflager leer geklaut, ne? Geil. Haben die irgendwie anders verdient, die Lackaffen hier? Da haben die nicht anders verdient, ehrlich nicht. Aber jetzt komm, jetzt gehen wir Kurkalom suchen. Irgendwo da oben ist der. Und das muss ich ehrlich sagen, die haben das hier in der Hotelomat umgebaut, das Sumpflager. Ich finde das an sich nett, aber das ist früher, dass man da irgendwo hochgehen konnte und dann oben im Kreis gelaufen ist, fand ich einfach besser. Ich finde einfach mich gar nicht zurecht hier in diesem Dorf. Ich finde mich überhaupt nicht zurecht. So, hier ist nochmal, jetzt ist erstmal hey, Urim, den können wir nochmal anquatschen jetzt. Na, endlich abgelöst worden? Ja, jetzt kann ich endlich mal wieder richtig ausschlafen. Ja. Danke, Mann. Blöd, Mann. Vorhin hat er mich verklopft, als ich ihn angequatscht habe. Haben wir also auch geklärt. Speichern wir mal. Ich spiele auf dem PC. Ich habe mir zwar überlegt, das letzte, ich wollte es mir gerne für die Switch auch kaufen. Einfach um oben im Wohnzimmer am Computer mal ein bisschen Gothic spielen zu können. Aber, das interessiert ja niemanden außer mich hier bei uns zu Hause. Und ich habe das ja hier für den Computer in allen möglichen Mods und Versionen. Und an der Switch kann man es, glaube ich, nicht modden. Also ich weiß auch nicht, ob man das dann grafisch... Hier ist er doch, Kurkalom, ne? Ob man das grafisch dann so hinkriegt. So. Eigentlich ist der gar nicht schwer zu finden. Ich weiß nicht, warum ich mich so anstelle die ganze Zeit. Hey, du. Was willst du? Es war der auch grün auf einmal. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Danke, André, für die vielen Likes. Weißt du was? So ein undankbarer Lackaffe, ne? Aber ich habe jetzt gerade dem 1000 Erz gegeben. Wobei die Steuerung, an die kann man sich gewöhnen. Wenn du zum Beispiel, wenn du jetzt übers... Also, ich muss dazu sagen, wenn du jetzt übers Bein spielst, mit den ganzen Mods, die es da gibt, hast du zum Beispiel auch eine Maussteuerung. Das macht sich enorm. Dieses Freie mit dem Bogen zielen. Guck mal hier.
Bogen ziehen und dann dieses freie Zielen. Die Waffe weg. Das hast du halt natürlich in der Mod jetzt drin, ne? Am Computer einfach Spine installieren, raussuchen den Pfad und dann einfach zum Beispiel die Othello-Mod nachpacken oder eben noch andere Mods einfach reinpacken. Und dann hast du eine angenehme Maussteuerung, dann macht sich das einfach viel, viel besser, ne? So, jetzt gucken wir mal rein. Also, Balorans Waffe, Baloro, hat mir versprochen, mir eine verdammt gute Waffe zu geben und ich ihm ein paar Sachen besorge. Er will 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, okay. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo Baloro eigentlich war. Ne, auf gar keinen Fall werden wir hier, Freunde. Horatio, das ist neues Lager. Das ist auch neues Lager. Auf jeden Fall nur zu empfehlen. Das Rezept der Sekte, das können wir jetzt im alten Lager abgeben. Neues sind für die altes Lager. Verschwundener Gardist. Aufnahme Sumpflager. Eigentlich irrelevant, aber können wir uns trotzdem mit den Quests auseinandersetzen. Auftrag von Torus war, Mordak hält sich am Südtor auf. Also wir können ins alte Lager zurückgehen und mal ein paar Sachen abgeben. Wie viel Erz haben wir denn? Dann können wir nämlich auch bei Diego vielleicht was Neues lernen eigentlich. Wie viel Erz haben wir denn hier? 217. Und guck mal, wir können ein paar Sachen verkloppen auf jeden Fall. Wir können auch ein paar Tränke zu uns nehmen. Wir laufen mal Richtung altes Lager, Leute. Wir haben jetzt hier erstmal einiges gemacht. Einige Erfahrungspunkte. Wir gucken mal ganz kurz erfahrungspunktemäßig. Ich habe Lebenspunkte 91. Ich habe Lernpunkt 17. Passiert sein gerade. So. Okay. Wir gehen mal raus hier. André, mein neuer Moderator. Sehr gut. Immer dabei, immer am Zuschauen. Und wertvolle, wichtige Informationen. Ganz stark. Hat geklappt. Ich bin ja auch doof. Hab ja hier am PC TikTok offen, ne? Könnte man einfach mal reingucken. Ja, hab ich wieder nicht hingekriegt, ne? So. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was man als Moderator eigentlich alles machen kann, ne? Ob man da zum Beispiel irgendwelche Leute einladen kann. Keine Ahnung, Matches starten kann. Ich habe keine Ahnung, überhaupt keinen Plan, ne? Ich bin so lost eigentlich, was TikTok angeht. Aber hier ist ein Händler. Dem können wir Fortuno. Bei dem könnten wir ja mal alles verkaufen. Ach komm, ich verkaufe einfach. Ich habe die Sachen, mal, die du von mir wolltest. Ich verkaufe jetzt mal Mana-Pflanzen. Ach, aber wisst ihr was? Nee, das ist eigentlich, das ist doch zu wichtig vielleicht. Kann ich nicht irgendwas Unnützes verkaufen? Das ging doch auch so. Also die können wir. Ich, du hattest. Alter, hatten wir das schon? Okay, wir handeln. Ich will. Dann geht. So, zustimmen. Das machen sie mit. Gut. Also wenn einer nur 25 Erz hat, da packe ich meinen Beutel gar nicht aus. So. Ich laufe jetzt einfach immer in die Richtung. Ich werde ja hier irgendwo. Ist das der Ausgang hier? Hell ist es jetzt auch geworden. So, Lester, ich gehe alleine zurück zum alten Lager. Deine Hilfe brauche ich nicht. Ich komme hier zurecht, ne? So. Jetzt muss ich aber wieder Sumpfkraut einsammeln, Freunde. Jetzt muss ich wieder ganz viel Sumpfkraut einsammeln. Danke für 600 Likes, Mr. D. Herzlich willkommen. Und danke. Warte mal ganz kurz. Danke. Oh. Danke. Hier muss ich hin. So. Für die vielen Likes. 600 Likes, danke. So, wir laufen jetzt in Richtung altes Lager. Wir laufen einfach jetzt den Weg hier nach. Ich meine, das war jetzt hier richtig. Wie sieht denn das aus? Wollen wir mal so eine Sumpfratte probieren? Okay. Nee, wollen wir nicht. Wir probieren mal keine Sumpfratten. Wir probieren jetzt einmal mal bei Diego was zu lernen. Dazu müssen wir aber jetzt dem Weg nachgehen. Also hier vor und dann gibt es hier irgendwo einen Weg. Was hier denn? Soll das der Weg hier sein? Nee, ne? Das ist doch nicht der Weg. Ja, die Höhle! Ja, die Höhle ist der Weg. Hahaha, genau. Die Höhle ist der Weg. Danke, Mr. D. 811, ihr seid so verrückt. Danke für die Unterstützung. Die haben wir schon gesammelt. Ich brauche unbedingt ein Bett. Ich habe ein Bett momentan nur im neuen Lager und das geht nicht mehr. Da kann ich nicht mehr schlafen. Ich brauche also ein Bett im alten Lager. Oh, die Geräusche, guck mal. Tiefkühl. Danke für 411 Tiefkühl-Schubladenschließer. Der Name gefällt mir übelst. Tiefkühl der Kohle. Schubladenschließer. Wisst ihr was? Das ist auch geil, ne? Hier ist ja Farn. Hier wächst überall so ein Farn. Mein Nachbar hatte das auch mal, ne? Der hat einen ganzen Garten voll mit Farn gehabt, ey. Sah so cool aus. Und dann haben sie ein Abwasserrohr bei dem gebaut und haben es alle rausgerissen. Und jetzt ist es halt nicht mehr so schön. Aber das war ein richtig schöner, hochgewachsener Farn. Leute, hier unten, wisst ihr was, mir ist so,
als wäre hier irgendwas Wichtiges im Wasser gewesen. Weil mir so ist, machen wir jetzt mal Folgendes. Gehen wir mal ein bisschen gucken, was hier abgeht. Hier sind nicht kleine Löcher rumgeschwommen kommen, aber hier ist nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwie... Bei Gothic 2 war das, glaube ich. Da war hier eine Höhle. Oh, ist blau. Kurz mal von dem lauten Wasserfall weg. Hier kommt mir das... Irgendwas war doch hier, oder? Ist unter dem Wasserfall irgendwas dahinter? Kann ich sein, dass es nicht ist. Danke, Andrew. Sag mal, guck mal, hier liegt hier vielleicht hier was rum. Ja, guck mal, Erzbrocken, Erzbrocken. Ah, guck mal, hier ist was. Boah, boah, Steck. Flasche. Eine Pfeife. Ich würde auch gerne eine Pfeife haben, zum Beispiel eine Raucherpfeife, aber die Raucherpfeife ist auch gut. Den ersten Platz beim Liken, meinst du? Wusste ich jetzt gar nicht. Kann man das vergleichen? Das können wir erstmal hier wieder rausgehen. Was haben wir denn hier eingesammelt jetzt? Wir haben auf jeden Fall eine Pfeife eingesammelt. Aber das kann nicht sein, dass das jetzt alles war. Top-Zuschauer, okay. Das zeigt es dann, glaube ich, immer oben rechts an, ne? Da hat man, glaube ich, zwei Stühle. Ach, guck mal, hier ist wieder Sumpfkraut. Haben wir erstmal wieder eins. Ey, wir haben den Leute überhaupt, überlegt mal, wir haben dem ja 100 Stängel Sumpfkraut gegeben, ne? Und jeden Sumpfkrautstängel kann ich im neuen Lager für 10 Erz verkaufen. Ich habe dem also gerade 1000 Erz gegeben. Für die popeligen Erfahrungspunkte. Krass. Danke für die Rose. Tiefkühlschubladenschließer. 1000 Erz haben wir dem gegeben. Einfach mal so. Das hier, guck mal hier. Hier ist doch, guck mal hier, der Steinkreis. Der hat doch auch irgendeine Bedeutung, oder? Hier kommt doch noch was auf mich zu. Mit dem Steinkreis. Hier haben wir eine Sumpfkraut noch. Ja, schön. Sumpfkrautstängel. Es ist nämlich im Grunde eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ne? Einfach Sumpfkraut sammeln. Kröten. Was ist das? Oh. Okay, jetzt habe ich auch ein Problem. Jetzt kann ich aber ganz schön rennen. Jetzt muss ich aber erstmal schnell wieder nach Hause finden hier. Hier ist auch noch eine Pflanze. Ja, das ist möglich, ne? Aber ich würde die mal erstmal nicht drücken. Ich hebe mir das mal auf, bis es vielleicht questmäßig auftaucht. Wir nehmen aber natürlich hier alle Pflanzen mit. Heldkräuter. So, darüber schwimmen brauche ich nicht, weil da komme ich nicht aus dem Wasser raus. Deswegen laufen wir jetzt mal einfach hier rechts rum. Ich hoffe, ich komme da jetzt wieder dahin, wo ich war, in die Höhle rein. Oha, nein! Wollten die Goblin-Armee reingerannt, ne? Ey, Scheiben will ich. Was ist denn das? Das sind doch... Boah, 400 Lebenspunkte am Arsch, Alter. Komm hier durch. Boah. Okay, wie komme ich denn jetzt wieder zu meinem... Bin ja da oben ins Wasser gesprungen. Jetzt muss ich da irgendwie wieder hin. Oh nein! Ich habe ihn angelockt. Ich wollte es nicht. Boah, Glück gehabt. Ich wollte das nicht. Ich wollte auch hier nicht lang. Nein, 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 nein. Oh, dahinter. Das ist wie wenn ich im Wald Pilze suchen bin. Ne? Oh nein! Ich verlaufe mich da einfach total. Bin im Kampf. Kann jetzt gerade nicht. Oh, was ist denn hier los? Leute, 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 Leute. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, ein Sumpfratte. Nein, hat sie mich gebissen. Dumme Ratte. Ah, der nächste. Nein, hat mich gebissen. Nein, 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 nein. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Da ist immer richtig. Nostalgie pur müsste die. Stimmt.
So, wir sind jetzt hier, sagen wir, am Hinterausgang? Nee, ne, wir sind hier richtig, oder? So. Wir haben auf jeden Fall erstmal geschafft, hier rauszukommen. 10.000, wo stehen wir denn momentan? Ich weiß es gar nicht. Jetzt gehen wir aber erstmal schön ins alte Lager zurück. Ich brauche irgendwo ein Bett. Wir müssen jetzt irgendwo, und wenn es bei Nadja oben im Bett ist, wir müssen jetzt ein Bett suchen. Easy. Ich sehe das immer gar nicht, ne? Früher habe ich hier neben mir Laptop stehen gehabt, da habe ich alles offen gehabt und konnte es immer sehen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr und seitdem weiß ich überhaupt gar nichts über. Ich weiß nicht, wie viele Leute zuschauen. Ich habe letztens, als ich Assassin's Creed gespielt habe, kam dann hinterher eine E-Mail, Top-Zuschauerzahl 70. Dachte ich, was? Ist ein bisschen doof, wenn ich morgens ein God of War-Video hochlade und dann Leute da reingucken und dann sehen, oh, ist gerade online, dann erwarten die natürlich, dass ich hier God of War spiele, ne? Da muss ich mir was überlegen, wie ich das in Zukunft anders machen kann. Stellt 10 Leben wieder her. Guck mal hier, das rohe Fleisch, das auch, also das Schinken, ne? Stellt mehr Leben wieder her als das gebratene, das kann auch nicht sein, oder? Und hier 2% vom Leben, das ist doch auch für den Arsch, Bacon. Heilwurzel stellt 5 Leben wieder her, das ist alles sinnlos, oder? Hier, komm, ein bisschen Erfahrungsbonus reinschnapulieren. Macht er das gar nicht mehr? Doch, steht noch da, ne? Die müsste man mal alle auf einmal essen können hier. 55 Pilze am Stück wegknallen. Wir können auch mal ein bisschen hier. Und Lebensenergie, ich glaube, Äpfel hatten ja den Vorteil, dass dann auch Stärke mitwächst, ne? So. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen hochgeheilt, aber wir haben jetzt hier oben Wölfe. Das sind zu zweit. Ich bin zu langsam im Pfeile schießen, ne? Ja, ich bin zu langsam im Pfeile schießen. Ich muss also Nahkampf gegen Wölfe machen. Oder ich muss mich irgendwo verstecken, wo die nicht rankommen. Weil einzeln locken geht nicht. Oder wirklich schießen, wegrennen. Wir könnten jetzt versuchen, die hier. Da fallen sie ins Wasser, wenn ich Glück habe. Okay, wenn ich Glück habe, das war schon mal nicht mit Glück. Oha! Hier, einen haben wir. Was ist das? Wolfsfell, Schlüssel, Banane. Der hat denn hier oben geschlafen? Hier hat da jemand gewohnt oder was? Okay, einer ist kaputt und der andere hängt da noch. Ja, moinsen! Okay, wir haben zwei Wölfe erledigt. Gibt immer rohes Fleisch, gibt ein bisschen Fell. Waren hier nur zu zweit, sehr schön. Sind wir wieder. Du sollst nicht vom Weg abkommen. Sind wir wieder mal vom Weg ab. Es ist so, also Gothic 1 ist auch so krass. Also du bist nur am Rumforschen. Was ist doch da drunter? Und was ist das hier? Was ist denn das? Golderz. Ich habe eine Spitzhacke. Da können wir auch gleich mal Erz schürfen. Nice! Guck mal, er sagt, dass es nichts mehr gibt. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Oh, was, du brauchst mehr Stärke? Was hat er gesagt? Ich brauche mehr Stärke? Ah, okay. Vielen Dank für das. Hallo, Mr. D. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine Spitzhacke und Golderz. Ihr müsst es sich merken, Leute. Wenn ich mehr Stärke habe, kann ich mehr Golderz abbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, liegt das jetzt daran, also kann ich am nächsten Tag wieder anfangen hier mit Schürfen? Oder ist das wirklich so, dass einfach jetzt mittlerweile in dem, dass ich jetzt das ganze Lock raus habe und brauche jetzt wirklich mehr Stärke? Oder ist einfach nur die Ausdauer runtergegangen? Das müsste man jetzt mal, das kannte ich aus dem Originalspiel, glaube ich, auch nicht, ne? Dass man hier mit Stärke Gold schürfen kann. So, bin ich jetzt hier auf dem Weg zum alten Lager? Lass mich kurz überprüfen. Ja, bin ich.
Und wir kommen nicht mehr vom Weg ab. Und wir kommen nicht mehr vom Weg ab. Da stehen Pilze. Huhu. Drüben sind Golems. Huhu. Aber gegen die kämpfe ich nicht. So doof bin ich nicht, dass ich das jetzt so mache. Einfach alles einsammeln, was hier rumsteht. Ne? Einfach alles mitnehmen. So was? Die Sonne gerade auf? Guck mal hier. Wie haben wir es denn? 15:59, sagt die Uhr. Dann ist also noch kein Sonnenuntergang in Sicht. Und da unten, das hat irgendwas Wichtiges, ist doch da. So richtige Gothic-Profis, die hier 44 Mal schon durchgespielt haben, wissen natürlich genau den Sinn von jeder einzelnen Brücke und von jedem einzelnen, jeder kleinen einzelnen Insel und so. Und ich aber weiß das überhaupt nicht. Ich renne hier rum. Ich bin ein übelster Anfänger. Da oben sind zwei Scavenger. Und ich bin fast tot. Sind das leichte Scavenger? Lass mir mal kicken. Einer alleine? Nee, einer reicht. Komm mal du alleine. Ja, du alleine. Komm mal du. Einen alleine kriege ich doch, oder? Komm her, komm. Na, komm. Na, war so krass, dann ist mal erwischt, weil ich natürlich den nicht getroffen habe. Mit meinem kurzen Minischwert hier habe ich natürlich nicht getroffen. Ein 3 mm Abwehrstachel hier. Da oben ist ein Wolf. Ich habe da einen Wolf gesehen. Aber wie viele Wölfe? Oh, okay. Es sind mehr Wölfe als einer. Und ich bin wieder mal nicht vom Weg abgekommen, meine Damen und Herren. Ich wollte hier oben langlaufen. Das gehört dazu. Was auch denn? Okay, ich wollte gerade sagen, da ist ein Toter. Jetzt weiß ich auch warum. Ja. Dann laufen wir hier einfach wieder nach links. Schnell weg, damit die Wölfe nicht erst Aufmerksamkeit generieren. Genau, die kommen auch nicht. Sehr schön. Wir haben gesehen, dass ihr Angst habt. Oh, wir drücken uns noch. Ich könnte natürlich von hier oben versuchen, die anzugreifen. Machen schon. Die sehen hektisch aus da. Naja, nö. Die Scavenger reichen. Wir haben Scavenger umgehauen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das eigentlich noch, dass ich pro Kill einen Lebenspunkt bekomme? Habe ich das gar nicht gesehen. Was haben wir denn? 35 Lebenspunkte. Na, das ist doch super. Wir sind gleich wieder da im alten Lager. Jetzt müssen wir also durch den Wald durch, durch den brutalen Wald. Wo so viel Viehzeug ist. Das ist jetzt das nächste, ne? Ich komme da nicht mehr an. Ich werde es nicht schaffen, ins alte Lager zu kommen. Ich sehe es schon. So. Die Wildbeere ist das Sumpfkraut des alten Lagers. Guck mal, da hinten fressen die Snapper gerade den Toten. Na, wir müssen hier irgendwie durch den Wald. So, und dann müssen wir durch den Wald durch und müssen dann rein ins alte Lager. Ganz schnell. Wir können versuchen zu schwimmen. Wieso bin ich eigentlich hier lang gelaufen? Da unten ist doch noch ein Weg. Wieso bin ich denn eigentlich hier lang gelaufen? Weil ich da unten nicht lang kam. Alles klar. Mhm. Habe ich verstanden. Bin trotzdem den komischen Weg gelaufen. Ah, ja, okay. Wir müssen jetzt hier auf den Weg drauf. Und dann dürfen wir vom Weg nicht mehr abkommen. Ja, guck mal, hier ist eine Pflanze. Aber jetzt dürfen wir wirklich nicht mehr vom Weg abkommen. Jetzt laufen wir hier schön dem Weg nach. Danke, Storm McCloud, für das Folgen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich renne jetzt hier lang und dann springe ich links ins Wasser rein. Macht das Sinn? Mal hier rechts ist ein Goblin, oder? Das ist eine Brücke. Schnell die Brücke da rüber. Da kommen wir näher ans alte Lager ran. Das ist schon mal eine gar nicht so schlechte Idee. Schnell hier ran. So. Jetzt. Warte mal, jetzt müssen wir wohin? Nach links. Dem Weg nach. Schön hier außen langlaufen. Oh, guck mal da. Oh, aber jetzt geht gleich die Sonne unter. Es ist 17 Uhr gleich. Da geht gleich die Sonne hinter dem alten Lager unter. Das sieht so schön aus. Warte mal, ganz kurz mal gucken. Wenn die Sonne jetzt dahinter untergeht, dann ist das doch von hier aus gesehen. Geht also die Sonne quasi im Westen unter. Ist das so? Im Westen? Ja, die geht im Westen unter, die Sonne. Haben sie eingebaut so. Das ist ein Turm vom alten Lager. Warte mal, was ist denn das eigentlich für ein Turm? Aber wo sind wir? Das ist das alte Lager hier. Das ist ja gar nicht hinter dem alten Lager. Weil das ist das alte Lager hier. Was
ist denn das da hinten? Wo? Ein Berg gewesen. Da ist irgendein Haus. Hier ist wieder irgendein Pilz. Wo ist das Haupteingangstor? Das ist ein Tor, die haben wir schon geplündert. Wo komme ich rein? Wo komme ich rein? Okay, wir laufen nach links. Da ist Xadars Turm. Ah! Das ist Xadars Turm. Da oben ist ein Beißer. Wir haben im neuen Lager schon gegen Beißer gekämpft. Die haben wir auch geschafft. Wenn die Dame so zu dritt waren, die. So, jetzt können wir mal zu Diego gehen und können jetzt von Diego erstmal was beibringen lassen. Das ist nice. Das ist sehr schön. Wir sind wieder zurück. Wir haben noch die Klamotte an sogar. Guck mal hier. Wir brauchen mal eine Rüstung. Wir müssen erstmal hier richtig rein. So, also Mortag ist weg. Haben wir geklärt. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Pass auf, dieses Mal gebe ich dir die. Ich habe nochmal über das Schutzgeld nachgedacht. Hier sind deine 10 Erz. Du hast eine gute Wahl getroffen, Mann. Ab jetzt so, okay. Pass ich auf dich auf. Dann machen wir jetzt mal 10 Erz gegeben. Ich glaube, das stört uns. Wir sehen uns. Du kannst. Also, warte mal, können wir den. War das eine Mission da oben gerade mit dem. Hier was? Na, wie sieht's. Du kannst nach wie vor auf mich. Ah, okay. Wie viele Erz habe ich denn jetzt? Du kannst. Noch? Waren die 10 Erz wichtig? Ach, komm, 234. Das ist ein Schatten. Wir können jetzt versuchen, erstmal ein wenig rumzumopsen hier. Alles mitnehmen. Bolzen brauche ich zwar nicht.